Moin, liebe Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Cyberia. So, im letzten Part wusste ich ja jetzt im Moment noch nicht, wie ich den hier jetzt mal nüchtern kriege, beziehungsweise mal, wie es jetzt hier mit dem ganzen Kram hier weitergeht. Aber nun habe ich das jetzt, glaube ich, mal herausgefunden. Denn ich habe hier eins übersehen. Denn hier kann man nämlich auch noch hingehen. So, kann ich zwar mit ihm hier nirgends wie quatschen. Oh, hier geht's auch noch entlang. Sehe ich jetzt erst. Ach du. Meine Fresse. Egal, jetzt. Na okay, gut. So, erstmal muss ich den Typen jetzt nüchtern kriegen. Beziehungsweise mal mit ihm quatschen mal. So, und zwar hier an diesem Rad kann ich drehen. Oder kann man drehen. Da hören wir nämlich Wasser plätschern. So, und jetzt mal gucken. Wir können den ja nur nach hier hin bewegen. So, und dann die Vorwärtsbewegung. Hier ist ja so ein Rohr über ihm jetzt. Und das hier sieht aus wie, ja, keine Ahnung. Ja, genau. Ah, was ist los? Oh, Wasser! Hören Sie sofort damit auf! Wollte mich ertränken! So. Jetzt kann ich mit dem Knilch mal reden. Jetzt ist er wenigstens wieder so weit nüchtern, dass ich das mal vernünftige Antworten geben kann. Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Nur ein unangenehmes Erwachen. Mensch, Sie haben sich ja ganz schön volllaufen lassen. Das Gefühl habe ich auch. Es war nicht das erste Mal. Und auch nicht das letzte. Oh, mein Kopf. Reden Sie bitte etwas leiser. Tut mir leid, aber in Anbetracht Ihres Zustands war das die einzige Möglichkeit, Sie wieder zu sich zu bringen. Sehr wirkungsvoll, in der Tat. Sie erscheinen mir eine sehr wirksame Person zu sein. So. Haben Sie schon einmal von einer Stadt namens Aralbad gehört? Aralbad. Diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Lange Zeit war dies der bevorzugte Kurort der wichtigsten Personen des Regimes. Genesende Militärs, müde Politiker und alle möglichen Schmarotzer. Für ein paar Tage ließen sie sich dort auf Staatskosten verwöhnen. Ich bin nie in den Genuss dieses Privilegs gekommen. Dabei wäre ich fast selbst ein Held unserer Nation geworden. Und wo liegt dieser Ort genau? Irgendwo weiter östlich. Wo genau, brauchten wir hier nicht zu wissen. Der große Zeppelin war darauf programmiert, die Gäste nach Aralbad zu bringen. Von dieser Basis aus. Okay. Besonders viele Fahrzeuge gibt es hier ja nicht. Als die Entscheidung fiel, das Kosmodrom zu schließen, wurden die nützlichsten Ausrüstungen beschlagnahmt. Macht nichts. Dann werde ich eben eine andere Lösung finden. Wenn ich Ihnen behilflich sein kann, bitte. Ich bin mit dem Zug gekommen, aber leider hat er eine technische Panne. Ich muss aber unbedingt nach Aralbad. Man hat mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht ein Fahrzeug leihen. Mann? Wer ist Mann? Doch nicht etwa Sergei Burodin? Doch, der war es. Der Direktor des Industriekomplexes da unten. Nehmen Sie sich in Acht, mein Fräulein. Dieser Mann ist geistig verwirrt. Und solche Typen können sehr gefährlich werden. Er war es aber, der mir empfohlen hat, mich an Sie zu wenden, auch wenn Ihre Abneigung anscheinend auf Gegenseitigkeit beruht. Es interessiert mich nicht, was er von mir hält. Seien Sie vorsichtig. Das ist alles, was ich Ihnen raten kann.
suche nach einem Mann, Hans Vorarlberg. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass er vor rund 20 Jahren hier vorbeigekommen ist. Hans? Sie wollen wissen, ob ich Hans kenne? Die wunderbarste aller Flugmaschinen dieses Kosmodroms ist sein Werk. Ah, der gute alte Hans. Und selbst wenn ich ihm eine große Enttäuschung zu verdanken habe, würde ich ihn gern einmal wiedersehen. Wieso? Was ist denn passiert? Hans und sein Sternengleiter. Er hatte einen federbetriebenen Abschussmechanismus entworfen, der seine merkwürdige Rakete in die Stratosphäre schießen sollte. Eine revolutionäre Erfindung. Ich sollte gewissermaßen der Testpilot sein. Doch dann, ein paar Tage vor dem Abschuss, ist Hans gegangen. Weg. Spurlos verschwunden. Und das Testprogramm wurde eingestellt. Er ist fortgegangen? Ohne Erklärung? Ohne zu sagen, wohin? Sein Traum war es, die Sterne zu erreichen, nicht Bomben abzuschießen. Eines Tages begriff Hans, wozu sein Abschussmechanismus in Wirklichkeit dienen sollte. Hier haben die Generäle das Sagen, verstehen Sie? Hans war zutiefst enttäuscht, als man ihn mit dem Projekt der Installation eines nuklearen Sprengkopfes auf seinem Sternengleiter betraute. Und so ist er gegangen. Wenn alles soweit bereit war, warum haben Sie dann nicht versucht, die Maschine selbst zu bedienen und loszufliegen? Hier hat nie jemand die Maschinen von Hans durchschaut. Es waren Utopien, verstehen Sie? Und Utopien können nur in enger Symbiose mit dem funktionieren, der sie erschaffen hat. Ohne Hans war die Reise ins All unmöglich. Heute reise ich auf meine Art. Ich beginne die Funktionsweise der Erfindungen von Hans Vorarlberg ansatzweise zu verstehen. Wie sah die aus, von der Sie sprechen? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich bin nur ein Soldat, mein Fräulein, kein Ingenieur. Meinen Sie, dass ich meinen Zug im Bahnhof von Konkolzgrad stehen lassen kann? An Ihrer Stelle würde ich diesen Ort so schnell wie möglich verlassen. Das werde ich auch tun, sobald mir der Direktor die Hände meines Automaten wiedergegeben hat. Aber dafür muss ich zunächst nach Aralbad. Dann verlieren Sie keine Zeit und holen Sie sich schnell wieder, was Ihnen gehört. Bei solchen Leuten kann man nie wissen. Sie mögen ihn wohl nicht besonders. Ich muss zugeben, dass er seit seinem Unfall ziemlich sonderbar ist. Seitdem meide ich ihn und Sie sollten es mir gleich tun. Ich habe keine Wahl. Finden Sie es nicht auch merkwürdig, dass es hier so viele Vögel gibt? Es sind die Metallstrukturen, die Sie anziehen. Und außerdem haben Sie hier Ihre Ruhe. Daher werden Sie auch immer zahlreicher. Manchmal schicke ich Sojus los, wie in der guten alten Zeit. Sojus? Der letzte Königsadler im Dienst. Die einzige Möglichkeit, dieses verfluchte Federvieh vor dem Raketenabschuss zu verscheuchen. Adler auf Sie loslassen, um Ihnen Angst zu machen. Sie hätten das sehen sollen. Der gute alte Sojus löst immer noch eine ordentliche Panik aus. Mein Name ist Kate Walker. Ich bin Anwältin und zurzeit mit einer etwas kniffligen Angelegenheit betraut. Ich erspare Ihnen die Details. Aber ich bin aus unvorhergesehenen Umständen hier gelandet. Nun ja, es ist mir trotzdem eine Ehre, Sie hier in meinem Reich zu empfangen. Oberst Boris Scharow, ausrangierter Testpilot der Roten Armee. Heute allein für die Bewachung des Weltraumkomplexes von Komkolzgrad verantwortlich. Ein ganz erstaunlicher Ort. Schade, dass er nicht mehr genutzt wird. So ist das nun mal. Das Wettrennen ums Weltall steht heute nicht mehr auf der Tagesordnung. Das ist der Lauf der Geschichte. So, jetzt habe ich ja soweit alles durch. Ja. Danke für Ihre Hilfe. Und entschuldigen Sie nochmals die etwas brutale Wegaktion. Es war mir eine Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich glaube, ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen. So. Ja, was nun? Kann ich mir das hier mal alles angucken? Da sind massenhaft Vögel. Ich bräuchte einen Schlüssel. Okay, gut, den habe ich natürlich nicht. Also Rückzug. Ja, gut. Wo kriege ich jetzt den Schlüssel her? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet?
Ja, obwohl das Kontrollzentrum hier, ne? So, was kann ich denn jetzt hier machen? Schauen wir mal gucken. Ja. Das Teil hier klemmt. Ey, das ist ja auch so ein Schlüssel. Vorarlberg-Schlüssel. Nee, der passt da nicht rein. Ach nee, aber hier passt er rein. Das Teil hier klemmt. Da bräuchte ich wohl noch einen anderen Schlüssel für, den ich noch nicht habe. Ja, nee, also ohne den anderen Schlüssel geht hier gar nichts. Ja. So, was haben wir denn hier? So, auch nichts. Nee. Ja, da muss ich mal gucken, wie kriege ich denn jetzt mal den anderen Schlüssel. Wo könnte der jetzt mal sein? Also ja, ne, den nochmal quatschen, das bringt ja auch nichts. So, jetzt gehe ich nochmal hier hinten hin. Das funktioniert wohl nicht. Tja. Oh, warte mal. Nee, doch nicht. Das funktioniert wohl. Dann gucken wir uns einfach noch mal die Kommandozentrale an. Denn irgendwo habe ich vielleicht da irgendwas gesehen. Er kann uns ja auch nicht mehr weiterhelfen im Moment. Ah ne, Quatsch, andere Seite. Ja. Gut, hier war ja das Schaltpult. Ja. Tja. An den Knöpfen kann ich ja auch nichts rumdrücken. Der Schlüssel hat seinen Dienst getan. Das Teil hier klemmt. Ja, was für ein Schlüssel könnte da mal rein? Alles klar. So, jetzt eine große Frage.
Verfahren abgebrochen. Okay. Verfahren abgebrochen. Zentrifuge leer. Blutprobe erforderlich. Was für eine Blutprobe? Wofür? Blutprobe erforderlich. Was hat denn jetzt? Blutprobenapparat. Wem soll ich denn da erst eine Blutprobe entnehmen? Naja, da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Ne, drei. Na, Kate wohl eher weniger, ne? Ich nehme an, dem Direktor oder dem ausrangierten Kosmonauten. Ja, dann komm schon. Och, Kate, wo? Und renn doch mal hier hin. Oh, ist das nicht egal, ob so oder so rum. So, jetzt mal gucken. Ne, funktioniert nicht, aber vielleicht können wir ihn ja auf diesem Blutprobenapparat da mal anschauen. Hallo. Hallo, mein Herr. Oh, mein Kopf. Mein armer Kopf. Ich brauche Ruhe. Bitte. Ruhe. Ah, ja. Glauben Sie, dass der Zeppelin immer noch funktionstüchtig ist? Keine Ahnung. Er wurde schon so lange nicht mehr benutzt. Abgesehen davon weiß ich auch gar nicht, wie er funktioniert. Oh, das ist kein Problem. Er verfügt über einen automatischen Piloten. Sehen Sie ihn sich doch mal an. Hier ist der Schlüssel. Danke. Alles klar. Ich muss jetzt gehen. Tun Sie das, mein Fräulein. Alles klar. Gut. Ah, nee, jetzt, ja, doch, ja. Aber wofür brauche ich eine Blutprobe? So, das Ding hier. Gut, hier sind nur der Hebel. Das funktioniert wohl nicht. Okay. Ja. Gut, da muss ich mal wieder zum Direktor zurück. Weil... Oder kann ich den Behälter für mich selbst anwenden? Vielleicht, wenn er schläft, vielleicht kann ich mir jetzt irgendwie eine Blutprobe abnehmen. Nee, wo ist der denn jetzt abgeblieben? Ist denn jetzt abgeblieben, der Knilch? Nun gut, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.